Ja, hallo und willkommen zurück hier auf der Totenkopfinsel. Wir haben gerade das letzte Waffenlager gesäubert. Ah, wir müssen... Ach nee, da kommen wir ja auch hin, jo. Und wir können jetzt einen Bericht abgeben. Das Pack kann nicht mal. Ja, ja, ist ja gut. Oh, ich würde sagen, es wird dunkel. Wo ist er? Da oben. Gut. Ich möchte Bericht erstatten. Dann schieß mal los. Das Waffenlager im Norden ist befreit worden. Ein Kundschafter berichtete mir, dass Kidlat Probleme mit einem Geist hatte. Die waren einmal. Sehr gut. Alle Waffenlager sind jetzt unter unserer Kontrolle. Das sind gute Neuigkeiten. Ah, befreie. Hier, nimm das als Belohnung. So viel Gold, so kurz vor dem Ende der Welt. Sehr großzügig. Naja, okay. Ich kann ihm das Amulett wiedergeben, das würde ich gern probieren, aber ich speichere vorher ab. Nicht, dass er uns den Kopf kürzer macht. Du kannst dein Amulett wiederhaben. Du hast es mir also gestohlen. Ja. Und dennoch hast du den Schneid und bringst es mir zurück. Respekt. Oh, Seele plus eins. Das war nicht schlecht. So, jetzt gucken wir nochmal. Was haben wir denn alles? Toten Essen fassen. Ich sollte mir mal eine Lösung finden. Hier ist keine Lösung. Gut, okay. Ansonsten. Boah, keine Ahnung. Wir hätten ja noch genügend Proviant. So ist es ja nun nicht, ne? Achso, nee, wir müssen eh warten, bis das alles vorbei ist. Gut. Ja, was könnten wir machen? Das dauert noch ein bisschen. Achso, die Zauberer befreien. Wo hängen die denn rum? Ach, auf der Brücke? Okay, dann müssen wir dadurch. Oder wir gehen links rum. Ich würde vielleicht fast mal sagen, wir gehen links rum. Ah, wir müssen sowieso. Ah, da war was. Wir kommen ja nur hier raus. So einen ganz kleinen Moment. Jetzt geht das wieder. HFPS-Einbrüche. Gut, haben wir wen dabei? Bones. Ja, Bones kommt. Alles klar. So. Dann gehen wir jetzt, ja, am besten rechts rum. Das ist, glaube ich, der schnellste Weg. Also wir sprinten jetzt schon so viel und du hast noch nicht die Kondition aufgebaut. Mensch, Mensch, Mensch. Wie willst du da denn die Welt retten? So, den haben wir, den haben wir, den haben wir. Gut, den Titanenlord haben wir ja auch. Das passt. Nicht Titan, Schattenlord. So. Jetzt müsste es ja eigentlich gleich mit... Da kommen wir gar nicht rüber, ne? Nee. Verdammt. Okay. Wir müssen doch andersrum. Früher wäre das ganz anders gelaufen. Ja, bestimmt. Da müssen wir doch Moment. Da müssen wir doch irgendwie durchkommen, ne? Nee, wir müssen da hinten hoch und dann probieren, links zu halten. Na gut. So. Kommen wir jetzt hier durch? Ja, ich glaube. Was machen denn hier Frösche? Nanu? Nun geht's bestimmt auch noch weiter. Brauchen wir aber nicht. Gut, jetzt sind wir da. Jetzt können wir darüber. Hier sind wir, glaube ich, auch schon mal lang gegangen. Ja.
Tote Skelette liegen rum, eindeutig. Hier waren wir schon. So, da lang, da lang, da lang. Ich hoffe mal, das klappt soweit. Da oben. Sieht auf jeden Fall cool aus. Wir müssen tatsächlich da ganz rum. Müssen wahrscheinlich hier rüber rauf. Okay. Über die Mauer. Da müssen wir. Irgendwas höre ich. Okay. Das sieht hier bald wieder so nach Lava-Golem aus. Ach nee. Nach Party sieht das hier aus. Wir sind schon da. Und na gut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Gucken mal, was passiert. Und da hinten ist noch einer. Und tschüss. So. Hier raus. Als ob hier noch ein Schattenlord rumeiern könnte. Ein Vieh weniger. Und noch ein Apfelbaum. Den scheint es hier echt gut zu tun. So viele Apfelbäume. Na gut, so hier weiter. Nee, eigentlich müssten wir dadurch das Tor. Da müsste irgendwo ein Tor sein. Das sieht aus wie ein Tor. Stimmt das? Jo, stimmt. Alles klar. Was ist da? Ach so, wieder ein düster Dingsbums. Na komm. Oh, Schlachtfabrik. Sehr schön. Oh, da liegt noch... Liegt da noch einer? Ach nee, das ist nur so ein bisschen rot hier. Schade, nicht zum Looten. Naja, was soll's. Kann man halt nicht ändern. Hier sieht es sehr grün aus. Was liegt da? Ach, nur ein Krug. Wozu auch immer. Noch mehr Spinnen. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Das sieht nach etwas Größerem aus, ne? So, ist das hier schon die Brücke? Könnte bald so hinkommen. Das ging schnell. Ja, ist okay. Nee, noch nicht ganz. So. Ja, ist doch okay. So, genau. Jetzt müssen wir uns links halten, dann ist die das sehr schön. An so hochgelegenen Orten komme ich mir manchmal vor wie ein Vogel. So richtig mit Schnabel und Federkleid. Oh, das war jetzt aber schlimm hier. So, hier. Oh, Teleporter, sehr schön. Geht doch. Ja. Immer diese komischen Cutscenes. Naja, gut. Ein Apfelbaum hier wieder. Alles klar. Und weiter geht's. Da ist noch ein Scherge. Ach, gern mal wieder. Als ob wir nicht genügend Proviant hätten. Ja, ist okay.
geh mir nicht auf den Hals. Ach, da ist noch einer. Satz mit X, das war wohl nix. Ah ja. So, jetzt sind wir verbrüffelt. Schlitzen wir ein paar Kehlen auf. Das tat weh. Gut, den haben wir auch. Ein Schlangenwurz. So. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Noch ein Scherger. Ein Vieh weniger. Wo könnte er denn sein? Oben vermutlich, ja? Weil jetzt sind wir nämlich einmal durch, würde ich fast behaupten, ne? Ja, genau. Also einmal nach oben. Ah, na sieh mal an. Wen haben wir denn da? Zacharias müsste das sein, ne? Jawohl. Sehr schön. Hallo, sagst du noch was? Bei der heiligen Flamme. Wie hast du es geschafft, hierher zu kommen? Es war ein langer Weg. In der Tat. Gut, dich hier zu sehen. Auch in eigenem Interesse. Ja, du hingst ein bisschen durch. Ich danke dir. Ohne dich würde ich immer noch in Nekrolots Folterzange stecken. Wie soll es nun weitergehen, mein Junge? Ich werde Nekrolot erledigen. Ende der Geschichte. Könnte es wirklich so einfach sein? Vielleicht. Nekrolot ist ein Titanenlord, das heißt, dass er ein äußerst mächtiges Wesen ist. Doch ist seine Macht nicht unbegrenzt. Sein Wunderpunkt ist seine Überheblichkeit. Nutze das zu deinem Vorteil. Das werde ich. Ich werde nun gehen und meinen Männern beistehen. Meine besten Wünsche sind mit dir, mein Junge. Befreie die Menschheit von dem Übel, das die Erde hervorgebracht hat. Alles klar. So, 500 Ruhm, wo sind denn die anderen? Die anderen, ach da, okay. Ja. Das kriegen wir hin. Hier müsste, glaube ich, auch noch ein Teleporter sein. So, das speichern wir mal. Wo müssen wir hin? Ach, da hinten müssen wir hin. Alles klar. Das sollte theoretisch machbar sein. Ah. Der posiert da. Was bist du denn für einer? Ach, noch im Sumpf. Scheiß Riesenviecher. Wir müssten eigentlich auch schon wieder tonnenweise an Dings haben, an Ruhm. Wenn ich mal so drauf gucke, naja, 30.000. Warum nicht? Und ein roher Fisch. Uch, was? Achso, das ist hier wieder so ein Seelenfresser. Na gut. Aus deiner Haut mach ich mir eine Mütze. Das war ein Seelenfresser. Ich mache mir gerade Gedanken um meine letzten Worte. Keine Sorge, alles wird gut. Alles wird gut? Nein, der Spruch passt nicht zu mir. Das ging schnell. Das heißt, wir müssen den Endkampf ein paar Mal machen, um uns die Sprüche von allen anzuhören. Na super. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Gut so. Ist okay. Ist ja jetzt nicht so schwer. Da knurrt was. Naja, freuen wir uns mal. So. Verdammte Schatten! Ach, da sind sie. Ein Vieh weniger. Oh, die Armen. Aus deiner Haut machst du mir eine Mütze. Erledigt. Leuchtet das schon wieder so schön blau. Das heißt, wir sind gleich da. Sehr schön. Ja, haben wir jetzt hier noch ein paar? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Hieß es nicht irgendwann mal, die werden schwer bewacht oder so? Scheiß Schatten. Unter schwer stelle ich mir so ein bisschen was anderes vor. Ohrfisch, ja, sehr schön. Aus
aus deiner Haut macht mir eine Mütze. Also die da hinten sind ja schon ein bisschen schwerer, aber auch nur ein bisschen. Ja, ist okay. Ist okay. Alles wird gut. So, wen, wo ist er jetzt? Das hier nicht eben geleuchtet? Nö. Ach, da unten. Das sieht ja cool aus. Ist das Endgegner-Dings? Die Frage ist, wie soll man da rein? Naja, schauen wir später mal. Erstmal müssen wir hier jemanden suchen, ne? Verdammte Schatten! Ja, ist gut. Scheiß Schatten! Ja, alles gut. Hier ist er auch nicht, verdammt. Wild Klee. Aber wir sind doch hier. Ach so, da drüben. Hier? Nee, falsche Richtung. Hier, rechts soll er sein. Also doch da unten. Ah, doch da. Die Frage ist, wie kommt man da rein? Gibt es hier irgendwie... Das hier ist nur ein Steg, ne? Da kommt man jetzt nicht rein. Hier, da. Das könnte noch eine Treppe oder sowas sein, ne? Ganz versteckt. Und nehmen wir die. So, wen haben wir denn hier? Geht's weiter runter? Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. So. Ein Vieh weniger. Noch mehr? Hier könnte es Fallen geben. Oh, zum Beispiel so eine. Das ging schnell. Ja. So, noch irgendwas? Trinkhorn? Nö. Okay. Gut. Dem zertrümmer ich den Schädel! Ach da. So, das war's. Noch irgendwas Spannendes hier, nö, ne? Wen haben wir denn hier Schönes? Ach. Ach, ein Gol. Zwei Stück sogar. Bleibt mal schön da stehen. Ey, wir sehen doch mal an, bitte. Gut, wen haben wir da? Ach, hier, Eldrick. Scheiß Riesenviecher. So, nehmen wir uns natürlich das Herz mit. So, hallo, Eldrick. Aber erstmal die Kiste, ne? Man muss ja halt Prioritäten setzen, ne? So, Weinperle, joa, meinetwegen. Wenn er das so mag. So. Hier, hinter dir. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Danke für die Hilfe. Keine Ursache. Wie weit sind deine Vorbereitungen? Wofür? Du bist doch nicht den weiten Weg hierher gekommen, nur um einen alten Mann zu retten, oder? Du willst Nekrolot aufhalten? Ja, wenn ich es kann. Das kannst du, mein Freund. Du brauchst nur deine alte Stärke wieder. Du hast so viel schon gelernt und überstanden. Du bist deinem Ziel schon sehr nahe. Ich habe deinen Geist irgendwo in der Mitte dieser Insel gesehen. Geh und vereinige dich mit ihm. Gemeinsam habt ihr eine Chance, unseren Feind zu bezwingen. Was wirst du tun? Ich helfe dir am meisten, wenn ich die anderen im Kampf gegen die Schatten unterstütze. Die dunklen Krieger haben ihre Mission fast vollendet. Wohlan denn,
Wir sehen uns, wenn du Nekolot erledigt hast, mein Freund. Jawohl, das haben wir auch. So, jetzt hier sind wir, waren wir, jetzt müssen wir noch darüber. Gut, dann nehmen wir den. Speichern nochmal schnell ab. Die Richtung passt, ein wenig rechts halten und dann kommen wir da auch hin. Gut. So. Komm, lass mich durch hier. Ich habe was zu tun. Da lang? Nee. Zu weit links. Da auch nicht. So, hier haben wir ja auch. Aus deiner Haut machen. Ah, nee. Doch noch nicht alles weggeräumt. So, das war's. Ja. Alles wird gut. Ja, hier war der Jäger, genau. Schattenwaffe, alles klar. Irgendwas zischt hier wieder, das klingt nicht so ganz nach Lava. Ach nee, so ein Scheiß, ey, wir müssen da rum. Ist das doof. Also von da dann doch runter. Dass man nie den direkten Weg nehmen kann. Damit streckt man das Spiel echt in die Länge. Ah, komm. So. Wo lang? Dadurch, ja. Durch den Torbogen da. Dann vorbei. So, genau. Hier noch irgendwas Lebendiges? Na gut, lebendig ist natürlich auch relativ, ne? Das müsste... Ja, das sieht gut aus. Nee, hier waren wir, glaube ich, auch schon mal. Genau, hier sind wir rausgekommen. Über die Türme. So. Schatten, Schatten, Schatten. Ah. Genau. Da können wir nicht rüber. Wir müssen den anderen nehmen. Und zwar den da. Genau. Huch, nicht da rein, nicht da rein. Wir speichern lieber nochmal. Das war knapp, würde ich behaupten. Komm her, du Krabbel. Na komm. Normaler? Bones, kommst du? Okay, der rennt dann nur drüber. Muss man gar nicht springen. Der wird also von Spinnen bewacht. Sehr schön. Komm raus. Zack, zack, so. Aber auch nur die allerkleinsten Spinnen. Scheint, als ob es hier keine großen gibt. So, das war gut. Und was ist das hier? Ah, das sind Dachziegeln. Okay, alles klar. So, da haben wir jetzt was drin. Ja, nur Unsinn. War klar. Wie immer. So, jetzt müssen wir wieder zurück und da unten lang. So. Ja. Genau, das sieht gut aus. Ja, komm. Da. Und schon wieder. Sehr schön. Okay, da hinten ist noch eine Höhle. Wofür die hin? Ach, auch nur. Ins Nichts. Vielleicht ist da zwar was Spannendes, aber hey. Wir brauchen es nicht. Ein gefährlicher Gegner. Noch ein gefährlicher Gegner. Das war's mit dem Vieh. Na komm. So. Los, stellst du mir ein Papier auf. So.
von... Ah, da müssen wir einfach nur ein paar Etagen rüber, alles klar. Noch weiter? Jo, noch weiter. Aus deiner Haut hast du eine Mütze. Na komm. Hier ist sonst nichts weiter. Eine Ratte. Oh, Teleporter, sehr schön. Deine Haut macht mir eine Mütze. Scheiß Schatten. So. Den nehmen wir doch mal gleich mit. Geht doch. Jo, alles super. Mhm, der Folter. Okay, dann müssen wir durch. Jo. Dann dürften wir auch theoretisch eigentlich alle Teleporter haben. Ja, ist versiegelt. Das heißt, wir müssen erstmal da hoch. Aus deiner Haut mache ich mir eine Mütze. Gut. Und da. Das tat weh. Gleich der Hebel. Endlich kriegt meine Waffe was zu tun. So. Das ging schnell. Wir sind in einer Mission hier. Deshalb nicht aufhalten. Ich hoffe, du hast Nadel und Faden und ein paar Ersatzgliedmaßen dabei. Warum? Weil die Chance verflucht gering ist, dass wir von dieser Insel mit heiler Haut verschwinden werden. Oh, und aus deiner Haut macht mir eine Mütze! Ja. Alles super. Das tat weh! Okay. Sind wir jetzt hier beim Rätseln oder was? Gut. Gut, ich bleib hier. Ja, ist ja okay. Oh. Das sieht nach einem sehr großen Rätsel aus. Und da müssen wir hin. Mhm. So, das ist der Schalter dafür. Alles klar. Was macht das hier? Ah, das dreht sich weiter. Alles klar. Joa. Ach, da sind noch Ratten. Ja, na gut. Ich glaube, das kürzen wir ab. Ach, hier, wir haben noch kein Dings weiter drin. Silberzungen, Astral, hey, hier nehmen wir das. Dann hätten wir noch Magie. Wir haben nur noch einen Papageienflug. Ach stimmt, wir haben die ja ganzen ja verkauft. Ja. Na gut, was soll's. Der ist ja sowieso auf der anderen Seite, ne? So. Na gut. Party! Ja. Und da kommt noch einer aus dem Schacht. Jawohl, ist doch toll. So. Ja. Kommen wir jetzt runter? Was überlegen, dann runterspringen, das wird wahrscheinlich nicht ganz klappen. So, na komm. Was haben wir hier? Ja, ist okay. Alles gut. Mensch, komm.
Jetzt lass mich. So, sehr schön. Ja. Da nicht. Na gut. So, das haben wir hier. Ach, hier kommen wir auch noch rein. Nö. Da ist nichts. Alles klar. Ich glaube, wir müssen es dann doch nochmal irgendwie anders machen. Ah, wir hätten uns auch unten hinstellen können und dann hier mit der Hand. Das wäre auch cool gewesen. Ja, haben wir irgendwas so wie kurze Zeit unverwundbar oder so? Was ist denn das für eine Musik? Komisch. Na gut. Inventarmagie. Pestwolke, Todeshauch. Könnte man höchstens das machen, runterspringen und kurz vorm Aufnehmen oder so. Aber hey, wir probieren es mal. Wir sind doch... Ah, da gibt es einen Vorsprung. Vielleicht landet man denn erstmal auf dem. Ist vielleicht... Sehr schön. War doch einfacher als gedacht hier. So, zack, zack und zack. Na also, braves Hühnchen. So, wie so ein Drehschalter. Wozu denn das? Hallihallo. Warum hängst du denn hier so rum? Diese Höllenbrut ist bald erledigt. Das schwöre ich. Freut mich auch, dich wiederzusehen. Keine Zeit für Freude. Wir müssen die bösen Geister vernichten. Ich werde sie eigenhändig. Mach nichts Überstürztes. Die Kieler brauchen dich. Ja. Die Kieler dürfen nicht untergehen. Ich muss ihnen helfen. Unsere Rache wird grausam sein. Und du, Gujo, zeig keine Gnade und vernichte diesen bösen Geist, der die Welt bedroht. Du bist ein großer Krieger. Zeig ihm, dass du keine Angst vor dem Tod hast. Leb wohl, Chani. Chi, wir sehen uns auf der anderen Seite, Gujo. Ja, sehr schön. So, genau. Bones war noch irgendwo, den müssen wir erstmal hier abholen. Ach, da ist er auch schon. Gut, dann können wir... Moment. Ja, Essen fassen können wir machen. Die drei Zauberer haben wir. Gut, dann holen wir erstmal unser Essen ab. Und zwar da. So. Wo ist unser Proviantmeister? Hier. Nee. Da immer noch nichts. Soldat? Nee. Auch nicht, verdammt. Na gut. So, ich sehe aber gerade, die Zeit ist um. Wir sehen uns einfach im nächsten Video. Und ja, da denke ich mal, kommt es dann langsam zum Endkampf, ne? Also dann macht's